Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen edlen Review. Meine lieben Freunde. Viele haben es vermisst, viele wollten wieder, dass ich und meine sehr spezielle goldene Zunge wieder für euch einmal sich durch Dinge teste und sage, welche die besten sind. Und als gutes, wichtiges nächstes Ding, was wir reviewen sollten, dachte ich, Cornflakes. Wir klären eine wichtige Frage zum Anfang direkt. Erst Cornflakes und dann Milch, alles andere ist komplett lost, bitte geht. Könnt ihr jetzt das Video abschalten. Ich habe mir eine Auswahl an verschiedenen Cornflakes besorgt und zusammengestellt und heute werden wir die besten ermitteln. Wir werden sie alle nach einem sehr strengen, faktischen System bewerten, einer Skala von 1 bis 10. Und dann, ja, essen wir die Cornflakes aus dem Weinglas? Ich habe das jetzt immer gemacht, dass ich alles, was ich getrunken habe, immer aus dem Weinglas getrunken habe. Klingt sehr plausibel. Wir haben alles, was wir für eine klassische Review brauchen. Ein edles Glas, einen edlen Löffel und das zu testende Produkt. Wir fangen an mit Cornflakes von Ja, knusprig geröstete Maisflocken. Ich finde die Packung ganz cool, so. Ich finde es süß. Mir persönlich ist der Mais zu prominent im Bild. Aber ansonsten finde ich es ganz schön. Fangen wir an. Riecht ein bisschen nach Kotze. Klappt großartig. Probieren wir einen. Mhm. Packen wir ein bisschen Milch rein. Ich bin laktoseintolerant, deswegen Hafermilch. Das ist viel zu viel. Ich weiß nicht, wie ich 15 Stück davon esse. Gerade das gefrühstückt. Wie esst ihr eure Cornflakes? Ich muss meine mal so ein bisschen aufweichen lassen. Ein paar Sekunden später. Wir warten jetzt wirklich 15 Minuten, oder? 3 Tage später. Sie sind ein bisschen eingeweicht. Probieren wir. Ist die Milch schlecht? Irgendwas, was meine Geschmacksnerven tötet. Nisa, es ist 9.30 Uhr. So, meine lieben Freunde, wir tun einfach so, als ob die letzten 20 Minuten nicht passiert sind, ich mich nicht fast übergeben hätte, keinen Nervenzusammenbruch hatte und wir nicht die halbe Küche putzen mussten und machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, Cornflakes, frisch aufgemachte Milch aus dem Kühlschrank, Ich finde es auch toll, dass es direkt am Anfang passiert ist, damit das ganze Video davon geprägt ist. Aber weißt du was? Wir switchen den Test ab. Wir machen einen kleinen Test vor und nach dem Einweichen. Vor dem Einweichen. Es ist jetzt wack, wenn ich das sage, aber die schmecken wirklich nach sehr, sehr, sehr wenig. Cornflakes sind völlig eingeweicht. Ah, also schön weich geworden, trotzdem noch ein bisschen hart. Besser. Der Geschmack von nichts hat sich so ein bisschen mehr verbreitet und ist jetzt auch in der Milch drin. Es schmeckt leicht hölzern, leicht nach Pappe, aber die gute Pappe, nicht die schlechte Pappe. Gefällt mir ganz gut. Vor allem für den Preispunkt 99 Cent für ein halbes Kilo kann man nicht sagen, bin ich bei 4 von 10 Punkten. Cornflakes von Crownfield Family. Wir haben natürlich extra die Familiengröße genommen und nicht die normale Größe, denn hier sind 2x 425 Gramm drin. Insgesamt 850 Gramm für 1,39 von Lidl, liebe Freunde. Mir gefällt diese Packung viel besser, aber das große Problem ist, es sieht aus, als ob die erst Milch und dann Cornflakes reingetan hätten. Und das ist natürlich eine Sache, mit der wir unsere Religion nicht in Ordnung geht. 17 Portionen nur? Kann nur 17 Mal davon essen. Das sieht für mich eher aus wie Jahresvorrat an Cornflakes. Naja, wir werden schauen, wie es schmeckt. Die sehen richtig hübsch aus. Ja, also optisch gefallen die mir schon besser als die anderen. Die sind etwas mehr ins Orange-Gelbe, was mir ganz gut gefällt. Bitte sei die gute Milch, Alter. Ich wüsste, wenn ich noch eine vergammelt. Lassen wir sie kurz einwirken. Also einweichen. Es ist eingeweicht, liebe Freunde. Jetzt der Taste-Test. Oh, oh, der Geruch ist vollmundig. Die sind durchgängig eingeweicht. Keine harten Stellen. Die sind geil. Ich würde gerne 8 von 10 geben, aber in der Packung sieht es wirklich aus, als ob die ersten Milch und dann Cornflakes gemacht hätten. Deswegen 6,5 von 10. Nächste. Denry Cornflakes von Edeka für 1,89 Euro für nur 375 Gramm. Damit ist das schon echt teuer. Also schon scheiße fucking teuer, diese Cornflakes. Schmecken sie so gut, wie sie teuer sind oder ist es einfach nur überteuert? Das finden wir jetzt heraus. Optisch gefallen sie mir schon sehr gut. Sie sind extrem dünn. Ich mag das sehr gerne. Wir nehmen mal eine. Guck mal, wie dünn die sind. Das ist krass. Wie kriegen die so dünn? Bügeln die?
Schauen wir mal, wie sie sich mit Milch verhalten. Kurz einweichen. Es ist zu Ende aufgeweicht, liebe Freunde. Außerdem habe ich gerade erfahren, dass das Bio ist. Für die, die nicht wissen, was Bio bedeutet. Wenn du Bio kaufst, dann wird der Mais gut behandelt. Er wird massiert und gestreichelt, bevor er geerntet wird. Und man liest ihm danach eine gute Nachtgeschichte vor. Schauen wir, ob man diese Liebe schmeckt. Das schmeckt wie glücklicher Mais. Schmecken fabelhaft. Ich würde denen gerne eine 9 geben. Aber ich hasse es, dass die 1,89 für fucking 375 Gramm kosten. Also es ist wirklich lächerlich übertrieben. Wir geben denen eine 8,7 Punkte. 1,3 Punkte Abzug dafür, dass sie halt einfach fucking teuer sind. So. Ich bin, wer bin ich? Der Weihnachtsmann? Ist der Weihnachtsmann reich? Der Weihnachtsmann ist bestimmt reich, oder? Ganz Geschenke für alle leisten. Wer bin ich? Der Weihnachtsmann? Next one. Gut und günstig von Edeka. Halbes Kilo 99 Cent. Gleicher Preispunkt wie bei Jaflix. Dann schau mal wirklich, ob sie genauso gut wie günstig sind. Ich hasse mich. Oh mein Gott, kann ich nicht aufhören, einfach unfassbar unwitzig zu sein? Warum guckt ihr meine Videos? Knusprig sind... Konsistenz? Hui? Geschmack? Pfui. Ich hasse mich. Wir lassen es aber mal kurz einweichen. Bis gleich, Freunde. Cornflakes sind fertig eingeweicht. Alles ist grauenhaft. Sie kleben sehr doll. Sehr krasser, holziger Pappgeschmack. Die billige Pappe. 3 von 10 Punkten. Das sind die nächsten Cornflakes, meine lieben Freunde. Alnatura Cornflakes, glutenfrei. Glutenfrei? Gluten? Bio-Initiative ist auch Bio. Ist auch Bio. 1,79 für 375 Gramm. Auch wieder reiche Menschen Cornflakes. Probieren wir ein trockenes. Ganz leicht salzig schmecken die. Sehr hart. Kein Fan bisher von denen. Mal gucken, wie sie sind, sobald sie eingeweicht sind. Vielleicht überraschen sie uns ja noch. Vielleicht holen sie uns ja noch ab. Ich glaube, länger warten. Die sind echt, echt hart. Guck mal. Daran sieht man nicht, wie hart die sind. Aber die sind sehr hart. Okay, sie sind hoffentlich halbwegs eingeweicht. Bäh. Sie sind nicht weich geworden, sie sind schleimig geworden. 0 Punkte. Okay, neue Cornflakes. Diesmal aus diesem Bio-Supermarkt. Dennis, oder wie der heißt? Bahnhaus. Bio seit 1979. Cornflakes original. 375 Gramm. 2,49 Euro. Was ich wieder sehr gerne mag, ist, dass sie sehr dünn sind. Farbe ist auch nett. Probieren wir es. Wir müssen die noch trocken probieren. Konsistenz 10 von 10. Geschmack 4 von 10. Landen wir aktuell bei einer 7? 6? 7 von 10? Ich kann nicht rechnen. Probieren wir. Klebt sehr doll zwischen den Zähnen. Rein vom Geschmacklichen würde ich denen so 6 Punkte geben. Aber für den Preis nochmal 3 Punkte Abzug. Das ist ja eine absolute Frechheit. 6 minus 3, 3 Punkte. 3 von 10 Punkte. Tu. Es wird immer frecher, liebe Freunde. Wir haben hier Seitenbacher oder wie andere Leute sagen, Seitenbacher. das Ganze sind 500 Gramm für 3,29 Euro. Die Cornflakes sehen krass aus. Geruch ist halt kacke, weil es in einem Plastikding ist. Die waren alle in einem Plastikding, aber das riecht halt nach Plastik. Oh, die sind super hellgelb. Extrem hart. Dünn und hart. Das ist auch so falsch, wenn man das sagt. Packen wir mal Milch drauf. Lassen das mal ein Minütchen einweichen. Unsere 3,29 Euro Cornflakes sind aufgeweicht. Zeit, dass wir probieren. Ganz anderer Take als alle anderen. Ja. Feier ich nicht. Dann ist es doch noch so absolut unverschämt teuer. Also was erwarten, was erlauben die sich? Da geben wir 2 Punkte. Anderthalb, weil die so frech sind. Weiter geht's.
Kellogg's. Was ist denn hier drin? -50% pro Ticket auf Heide Park, Madame Tussauds. Geil, Stefan, während der Pandemie können wir einfach Rabatt auf Freizeitparks. Fahren wir Achterbahn. Ich liebe Achterbahn fahren. Liebst du Achterbahn fahren? Liebst du Achterbahn fahren? Ich liebe Achterbahn fahren. Früher so Angst vor Achterbahn und irgendwie mittlerweile liebe ich das so sehr. Je schneller und überschlagender und ekelhafter die Achterbahn ist und so, mehr liebe ich das. Auch so Holzachterbahn, die so richtig, wo du so drin bist, nur so einen kleinen Bügel bei deinen Beinen hast und du genau weißt, ich werde sterben. Oh mein Gott, der beste Moment, oh, das war so großartig. War ich mit Vincent zusammen im Park, im Freizeitpark. Wir waren auf einer Holzachterbahn, die so Wilde Maus mäßig war. Kennt ihr Wilde Maus? Das ist so ein Achterbahn, die so eckig ist, du hast vorne zwei Leute, hinten zwei Leute und die geht immer so an die Kurven, dass du so links und rechts so halb rausfällst, ja? Und das war richtig cool. Ich war mit Vincent da und Vincent ist ein bisschen dicker, wie er vielleicht bist und ich bin ein bisschen dünner, wie er vielleicht bist. Und wir saßen nebeneinander und es gab nur einen Bügel für uns beide. Es war grauenhaft, weil, also das Ding ging so zu, dass es gerade zum ersten Mal so eingerastet hat. Und ich hatte halt noch irgendwie so viel Platz, ich konnte also einfach aufstehen und rausgehen. Das hat null gebracht. Also sind wir losgefahren, wir waren so, Entschuldigung, ist das in Ordnung so? Und der Typ so macht so und drückt so auf Enger, der so, ja, passt. Und ich bin so, ich kann aufstehen. Der so, ja, dann bleib halt sitzen. Und dann geht's los und wir fahren los. Und ich bin einfach fast gestorben. Es waren die schlimmsten 45 Sekunden meines Lebens. Ich habe geweint. Vincent hat geweint. Da habe ich die ganze Zeit festgehalten. Das war auf jeden Fall richtig witzig. Hat mir richtig Spaß gemacht. Kellogg's, liebe Freunde. Frech übrigens. 360 Gramm, 1,99. Und die sind nicht mal bio. Warum ist die Kiste dafür echt groß? Ja, die ist auch zur Hälfte leer. Ich meine, immer noch keine Kellogg's, immer noch keine Kellogg's, immer noch keine Kellogg's. Oh, da fangen sie an. Ich mag die Konsistenz. Kurz einweichen lassen. Was? Dieses Bild einfach mit den Kellogg's und dem zerbrochenen Glas. Cut. Cut, wir probieren jetzt die Scheiße. Komm. Dann bist du direkt dran. Ja, kein Bock mehr zu warten. Die Kacke, Drecks, Cornflakes. Konsistenz? Nice. Wirklich, sie zerschlirren wirklich im Mund. Das ist krass. Geschmack ist ein Albtraum. Ich würde sagen, 3,5 Punkte von 10. Spielberger, 250 Gramm. 2,99 €. Das sind Maisflocken. Konsistenz ist aber geil. Die sind richtig, richtig knusprig. Aber so wie so Chips knusprig. Weißt du, was ich meine? Probieren. Warum nimmst du so viele, Stefan? Kein Wunder, dass du was dicker bist. Mal gucken, wie sie sich in Milch leicht aufgeweicht verhalten. Grauenhaft. Man schmeckt nur die Milch. -10 Punkte für dieses scheiß Spielberger Nudel. Next. Wurzener Crisp and Cross Cornflakes ohne Zuckerzusatz, liebe Freunde. Ich finde, diese Verpackung sieht aus wie Graphic Design is my passion. Mit diesem Bling-Ding hier an der Seite auch noch. Knallgelb. Sieht grauenhaft aus. Ich finde, die sehen radioaktiv aus. Kurz warten. Konsistenz ganz eklig. Und dann ist erst kein Geschmack da. Und dann kommt so ein alte Pappe-Geschmack raus. So ein bisschen dieser Geruch, den du reinkriegst, wenn du so Altpapiertonne aufmachst. Score. Pff, einen Punkt. Ich musste mich nicht übergeben. Letzte Cornflakes-Packung, die wir haben. Von Kornmühle. 500 Gramm, 99 Cent. Zum Morgenstund hab Flakes im Mund. Super knusprig. Gleicher Inhalt, weniger Folie, schont die Umwelt mit Frischeverschluss. Aus La Plata-Mais. La Plata. La Plata-Mais. La Plata. Weil der Mais platt ist. Stefan, ernsthaft? Korn. Korn. Kornmühle, Cornflakes schmecken lecker mit kalter Milch. Dickmilch. Joghurt oder einfach mit frischen Früchten. Dickmilch. Ja, Stefan, kannst du dir morgens mit deiner Dickmilch? Was ist denn der frische Verschluss? Oh, die haben so ein Klebeding dazu das gegeben. Das ist gut und günstig, aber auch. Oh, das bin ich aufgefallen. Ich sollte aufhören, ständig bei meinen Reviews meine Weingläser kaputt zu machen. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ich weiß gar nicht mehr, bei was. Ah, ich weiß wieder. Lass uns nicht darüber reden. So. Ja, das schmeckt in der Plata-Mais.
Die sind richtig schleimig geworden. Gar nicht geil. Also ich würde da wie 2 Punkte geben, aber ich finde die Packung halt so mega witzig. Aber die Packung gibt nochmal so 3 Extra-Punkte, würde ich sagen. Ich finde es richtig cool, auch wie super deplatziert dieser goldene Preis 2019 ist. Das ist 2021. Niemand juckt mal, was 2019 war. Süße Maus. Hi. Diese Katze spielt sogar mit einem Gummifussel, den sie sich eingebildet hat. Dass sie nicht mit diesem Ding spielt, ich muss noch einen Punkt abziehen. 4 Punkte, das ist das meiste, was ich geben kann. Das war's mit der heutigen Review, liebe Freunde. Habe ich ein paar Cornflakes vergessen? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Falls ihr manchmal nachts wach liegt und euch denkt, Anni, was ist das beste XY-Produkt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß, manche Menschen sind auch einfach so geschmacklich eingeschränkt. So ein Stefan zum Beispiel. Und genau für solche Leute mache ich, dass ich einfach sage, was am besten schmeckt. Eine kleine Maus. Ich liebe sie so sehr und ich nerv dich den ganzen Tag. Lasst doch gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Viele Leute schauen die Videos, ohne abonniert zu haben. Was ich verstehen kann, ihr wollt nicht von mir in der Infobox genervt werden. Aber würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Und Like da lasst, Kommentar, schaut doch gerne mal meine Streams vorbei, ich stream jeden Tag. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, schreibt doch gerne rein, warum Stefan ein dummer... You and I, we're always on the edge. We fight and make love at the same time.